Aber meine Mutter hatte Wäsche aufgehängt. Die Leine war an einem großen Bild von Garibaldi befestigt. Garibaldi zu Pferde. Unser Ball sprang gegen die Wäscheleine. Das Bild wurde heruntergerissen und fiel auf den Kopf meines Vaters, der gerade die Zeitung las. Mein Vater schrie, was wird der Besitzer des Hotels sagen? Man wird kein so schönes Bild mehr von Garibaldi finden. Nun, wir machten uns daran, das zerbrochene Bild Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Aber als Garibaldi dann fertig war, hatte er einen schrägen Schnurrbart im Gesicht. Mein Vater, das kann ich nicht sagen. Das ist etwas, das ist ein Secret. Mein Vater ist geboren so. Er ist geboren, ich glaube, der Gott hat ihn in dieser Welt. So, er ist gekommen vom Gott, ich glaube. Ja. Das ist eine Natur, das kann man nicht sagen, was das ist. Das ist eine Spezial. Ja. Nach meinem Vater gibt es keinen mehr Klon. Glauben Sie nicht? Nein, es ist fertig. Glauben Sie, dass der Zirkus weiter bestehen wird? Ja, ganz bestimmt. Oder dass es aufhören wird? Das wird nie stoppen, warum? Das kann man sehen. Das sind mehr Zirkus. Das sind andere Zirkus, die sterben, aber das sind neue wiederkommen, nicht? Sie glauben nicht, dass der Zirkus in einer Krise ist? Überhaupt gar nicht, überhaupt nicht. Man sieht die Geschäfte. Der Bouglion in Frankreich macht gute Geschäfte, wenn er in Tournee geht. Hier in Deutschland, Sarasani macht gute Geschäfte. Zirkus Kron macht gut. Alle, die machen gute Geschäfte. Fast alle. Aber es sterben doch sehr viele Zirkus. Ja, aber das stirbt immer und da kommt immer ein neues, nicht? Das ist Leben, nicht? Ich glaube nicht, dass Zirkus stirbt. Wir machen eine Arbeit, die speziell für Nachtlokale sind, Theater und Revuen. Aber jedes Mal, wenn ich meinen Vater sehe, dann bewundere ich ihn. Und ich arbeite mit ihm. Ich möchte wirklich gerne, wenn das möglich ist, nicht wie mein Vater werden. Aber wenn ich nur ein kleiner Charlie Rivers einen Tag werde, damit erreichen könnte, da wäre ich wirklich ein sehr glücklicher Mann.
Also er ist geboren in Spanien, in ein kleines Dörfchen von Barcelona, was der Name hat, Cubellas. Wie war das? Ich hörte einmal von ihm, dass er sagte, er wäre so arm geboren wie Jesus Christus. Ja, er ist geboren wie Jesus Christus, ja. Also er ist geboren so, das war damals in der Zeit, wo alle Zirkus, das ging schlecht und alles. Und dann hat der Vater und die Mutter auf die Straße gearbeitet, also wie Gauklers, nicht? Und da hat die Mutter, die war aufs Drahtseil und auf einmal hat sie Schmerzen bekommen. Und da war ein junges Mädchen, hat gefragt, was los war. Und dann hat der Vater gesagt, sie erwartet ein Baby. Und da hat er gefragt, ob sie nicht einen kleinen Platz, wenn es auch nur in einem Stall wäre, wo das kleine Baby auf die Welt könnte kommen. Und das war so schwer, weil keiner wollte nichts wissen von Gauklers. Dass ein Idiot genauso lieb sein kann wie ein normaler Mensch, das würde ich gerne in einem Film zeigen. Le drame. Et quelle est l'histoire? L'histoire, c'est. Oui. C'est une histoire d'un pauvre qui. Sa figure qu'il est dans un. Die Geschichte wird so sein, dass alles über den Idioten lacht. Man treibt seinen Spaß mit ihm. Et là, il y a le café où ce qui vont tous les gens qui vont jouer des parties de domino, aux jeux aux cartes le soir. Et ils boivent leur kirsch. Und da wird es ein Café geben, wo alle Leute hingehen. Der Idiot ist auch da. Man stößt ihn. Und da ist auch ein sehr hübsches Mädchen im Café. Sie liebt den Idioten. Und zwar aus Mitleid. Denn sie hat ein gutes Herz. Ich sage, um Gottes Willen, keine Gauklers in mein Haus. Und ein junges Mädchen hat dann geweint an ihre Mutter und hat gesagt, du musst dir absolut das Erlaubnis geben, dass die arme Frau bei uns im Haus kommt. Und dann hat die Mutter, weil das Mädchen so verlangt hat, hat sie das Erlaubnis und dann ist auf den Tag geboren. Wenn die haben erfahren, dass ein kleines Kind geboren wurde von der Gaube, da ist der ganze Dörfchen gekommen mit etwas für das kleine Baby. Und der Pfarrer hat sogar 5 Pesetta gebracht und ein Huhn für Suppe zu machen für die Mama. Der Clown zieht uns besonders an, weil er von der Welt durch das Gelächter getrennt ist. Der Clown lehrt uns, wie wir über uns selbst lachen sollen. Und dieses Lachen wird aus Tränen geboren. Was ist mit den Stufen? Was ist mit den Stufen?
Und sehen Sie, dieses Kreuz ist die größte Auszeichnung für Zivil in Spanien. Das ist die Encomienda von Isabel, die Katholische. Und mit dieses Kreuz ist ein Klon Comendador geworden und Exzellenz. Und die andere Medaille, das ist die Medaille des Arbeit. Das ist auch sehr selten, dass jemand die bekommt in Gold. Und die hat Charlie auch bekommen für 70 Jahre Arbeit. Und weitere Medaillen hat er noch. Er hat noch 25 Medaillen. Er hat auch von den Freunden des Zirkus hat er auch die Goldmedaille bekommen. Und dann noch 25 andere Medaillen von die ganze Welt, überall, in jedes Land. Er hat sogar Goldmedaillen mit Brillanten auch bekommen von der Scala in Berlin. Da wurden in 75 Jahren nur 4 ausgegeben. Und einer von den 4 ist Charlie Rives. Ja, na, da ist eine Plakette von der Stadt Wien, da ist noch eine Plakette von der Stadt Stockholm, von Helsinki, also von allen Ländern hat er, ist er dekoriert worden. Ah, er ist Mitglied von Roten Kreuz, schon über 50 Jahre. Ah ja, dann hat er noch die Goldmedaille von Akademie der Beaux-Arts von Spanien. Hat er auch. Ja. Und dann hat er auch den ersten Preis von Nationalpreis von Spanien für Schauspieler hat er auch bekommen. Das hat er jetzt bekommen, er wusste gar nichts davon. Er hat ein Telegramm, das ist jetzt ein paar Tage her. Das ist ein paar Tage her, hat er jetzt bekommen. Hochverehrter Charlie Reffel, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Spanien hat, so habe ich mir erzählen lassen, ausgezeichnete Ferienplätze und hat feurigen Wein und feurige Flamenco-Tänzer. Es hat den ungekrönten König des Lachens, Charlie Reffel, aber Spanien hat auch Langfinger und Diebe und Angehörige dieser Zunft sind verantwortlich dafür, dass ich heute aus dem Frühling Norddeutschlands in den Winter nach München komme, um das zu tun, was ich vor 2 Jahren im Sommer in Barcelona bereits einmal getan habe, nämlich Charlie Rive die goldene Ernst-Renz-Plakette zu überreichen, die ihm gestohlen worden ist. Warum Charlie Rive diese Auszeichnung bekommt, brauche ich hier und heute wohl nicht zu sagen, denn die langen Schlangen vor dem Zirkus Kronan jeden Morgen und der Beifall in jeder Vorstellung beweist, dass Charlie Rive einmalig ist und wirklich eine solche hohe Auszeichnung auch verdient hat. Charlie Rive ist der Größte und er bleibt der Größte und wir haben im engen Kreise festgestellt, er wird auch der Einzige bleiben, denn so traurig es ist, es gibt keinen neuen Charlie Rive, es sei denn, und vielleicht ist es eine Anregung, auch an Sie, Knefrau, es sei denn, der nächste Charlie Rive kommt aus der Familie Rive. Sie existieren plus. Wenn sie nicht mehr sein werden, was ist dann? Gibt es dann keine Clowns mehr? Ich kann dazu nichts sagen. Sonst würden alle Clowns auf mich wütend sein. Aber ich möchte schon, dass es Clowns gibt. Ja, ich möchte, dass es einen Clown geben wird, einen richtigen. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht. Je voudrais qu'il arrive, qu'il y ait des clones. Je voudrais qu'il y ait un clown, un vrai clone qui ira. Mais je ne sais pas, je comprends pas. Und Ihr Sohn Juanito?
Juanito vielleicht kann er Clown werden, aber ich kann dafür nicht garantieren, auch er nicht. Man weiß nicht. Um ein Clown zu sein, muss man etwas haben, was zu den Leuten spricht. Man muss etwas haben, dies ist ein Geheimnis. Nicht einmal ich weiß, was es ist. Und da war der ein großer Zirkusgebäude, wie hier Zirkus Kron. Und ich war in die Plätze mit meinem Bruder und ich sah arbeiten eine Trapeznummer. Und da war ein junger Mann, also ganz jung, man kann sagen noch ein Junge. Ja. Und er war fliegend an Trapez, aber er hatte eine Hand ganz verbannt in die Hand. Und er hat das Trapez gepackt mit einer Hand und mit der anderen nur mit dem Arm. Und das hat mir so erschrocken. Ich sage, lieber Gott, dass er nur nicht runterfällt. Das hat mir so leid getan. Ich habe Angst für den jungen Mann gehabt und ich sage, dass er sich nicht wehtut. Wenn er fällt, dann kann er sich totschlagen. Das hat mir der erste Effekt, dass ich habe für ihn schon gelitten. Dass ich hatte Angst, er fällt und so. Und habe ihn jeden Abend gesehen arbeiten, nicht? Als Kind, ich war ein kleines Mädchen von 13 Jahren. Und wo ich in die Plätze saß, manchmal kam er und hat mir die Zöpfe gezogen. Ich kenne alle. Ich kenne die Könige von Schweden, von Dänemark. Ich kenne Churchill persönlich. Ich kenne die ehemalige Prinzessin und jetzige Königin Elisabeth. Ich kenne die ganze königliche Familie von England. Drei Monate nachher haben wir geheiratet in Valencia. Und das ist schon 51 Jahre her. Das war ein großes Fest. Mit allen Artisten aus drei Zirkussen. Alle Artisten waren gekommen. Und am Tage meiner Hochzeit gab ich 7 Vorstellungen. Ich kenne Etli, ich kenne die Spanier, ich kenne alle diese großen Leute. Aber die Politik interessiert sie nicht. Nein. Et qu'ils aillent le bonheur. Er hat mir gesagt, wenn Sie das, ja, können Sie das noch einmal sagen? Also er hat gesagt, die Politik interessiert ihn nicht. Was ihm interessiert, zu arbeiten für alle Menschen, die Humanität. Er ist glücklich, wenn er die Menschen glücklich sieht. Er will nur etwas tun, was die Menschen alle Sorgen vergessen lässt und was sie glücklich macht. Und darum ist er sehr zufrieden, dass er ein Klon ist. Oui, regarde, ça c'est Winston Churchill. En 1952. Il était premier ministre là encore. Oui, il était encore premier ministre là. Et ça, c'est le roi Gustave Adolf. Oui. Et la reine, le roi et la reine d'Angleterre. Le roi et la reine d'Angleterre. Et le roi. Attends. C'est le roi. Tu vas voir. Quand même. Oui. Ouais. C'est attends, le roi, je vais tourner. Oui, c'est le roi. Christian de Danemark. Christian de Danemark. Et ça, c'est la reine et le roi d'Angleterre. Le papa et la maman. Oui, oui, oui. Qui est mort, le roi qui vient, qui est mort. Qui sont morts, oui. Oui, tout en avant. Ah oui, aussi. Ça c'est Gustave Adolf encore. Gustave Adolf, c'est de Suède, hein. Suède, le roi de Suède. Ça, c'est le roi de Danemark, Frédéric. Ça, c'est Isabelle. Et ça, c'est quand la reine d'Angleterre était encore la princesse Elisabeth. Elisabeth. Il t'a écrit une lettre. C'est écrit par sa main. Oui. Tu vois là, Gustave Adolf, il a même téléphoné à la maison. Oui, c'est vrai. Pour la nouvelle année. Oui, c'est vrai. C'est toujours Frédéric et Gustave Adolf. Maintenant, c'est déjà la reine d'Angleterre. Et ça, c'est le roi de Belgique. De Belgique. Le roi Baudouin. Le roi le Baudouin de Belgique. Oui. Ouais, ouais. Et là, Sa Majesté. C'est déjà la reine et la princesse Elisabeth et les reines maintenant. Les reines, oui. C'est elle déjà, encore une fois. C'est déjà elle. Et là, où est-ce que c'est, là, quand j'étais à.
quand j'étais à Washington. Ah, de... avec Truman. Tourne. Ouais, c'est où, c'est tout à fait à la fin. Tout ouais. À fait. Avec Truman. Oui, Tourne, c'est plus loin. Plus loin. Là, bon, déjà, là. Voilà. Ah, ici, oui. Ouais, voilà. Ça, voilà. C'est de Harry Truman. Harry Truman. Une invitation à la Maison Blanche. Maison Blanche. The White House Correspondent. Il y avait... dieses Buch, mit diesem, wie ein Journalist schrieb, mit diesem Nobelpreis. Ah ja, das war an der Tag, da haben die ein Interview gemacht. Und da hat er gesagt, mein Gott, sagt das Buch, das möchten wir schon sehen. Das muss fantastisch sein, das Leben von einem Mann wie Charlie, der beinahe auf die Straße geboren ist und jetzt so groß ist, sogar Exzellenz ist. Na, sein Buch, das müsste doch den Preis Nobel bekommen, nicht immer zu wissenschaft. Ja. Da haben wir natürlich alle gelacht. Qu'est-ce que vous pensez du Preis Nobel, du Prix Nobel? Moi, il y a un pauvre clone. Un clone, non, c'est pas possible. Non, je ne crois pas une chose comme ça. Je ne peux pas le croire. Je peux pas croire. Je peux seulement, hélas, mène opinion. Je pense seulement ceci. Ma vie à moi et mon livre est pour que les gens s'aiment. Pour qu'ils s'aiment beaucoup, pour qu'il n'y ait plus de la guerre, qu'il n'y ait plus rien. Oui. Vous comprenez, je veux la jeunesse et je veux que le monde soit d'accord. C'est ça, bon, que je voudrais. Oui, mais c'est ta vie qui a fait voir ça. J'ai fait voir dans mon livre que moi, j'aime tous les gens. Et oui. Puis que tu as lutté pour la vie. Et j'ai lutté, oui. J'ai travaillé pour le travail. Vous êtes aussi vous, tu es un journaliste, parce que ça t'a dit, lach darüber, mein Mann. Er sagt, mein Gott, ja, die Wissenschaftler, diese großen Männer, die bekommen einen Preis Nobel, das ist klar. Sagt er, aber ein armer Klon, sagt er das, nein. Da lacht darüber. Aber er sagt, mein Buch natürlich, sagt er, mein Leben, das zeigt an die Welt, dass man müsste sich ein und ander zusammenhalten und sich lieben und alles. Und er zeigt auch, es ist manchmal sehr hart ins Leben, nicht? Ja. Und dass man muss nicht den Kopf hängen lassen, sondern man muss Geduld haben und man muss kämpfen ums Leben, weil er hat sehr viel gekämpft. Ja. Das ist gerade in das Buch, das so rührend ist, ja. Wie man sagt. Es ist sehr rührend, wie Herr Hartmann gesagt hat. Ja. Weil man sieht wirklich den Kampf von einem Kind, bis dass er Mann ist, was er hat mitgemacht. Nicht? Ja. Und was er hat gekämpft ums Leben, ums Brot, um alles, seine Arbeit, seine Familie, über alles hat er müssen kämpfen. Dass also Minister gehen können und ein Clown immer bleibt. Ja, das hat er sogar gesagt. Also er war mal in Reunion, da waren mehrere Minister. Und da hat er gesagt zu dem Minister, wissen Sie, ich glaube, es ist doch schöner, ein Clown zu sein als ein Minister. Und da haben die Minister gesagt, warum? Da sagt er, weil ein Klon, der bleibt und der Minister, der geht. Und tatsächlich, das ist passiert, 3 Monate nachher wurden alle die Minister abgesetzt. vous m'avez dit que si vous allez mourir, vous faites ça avec un sourire. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter ça pour moi? Oui, ben, Sie haben mir einmal gesagt, dass, wenn Sie sterben werden, Sie dieses mit einem Lächeln tun würden. Ja, das ist richtig. Alle Menschen, die Gutes in der Welt tun, sterben mit einem Lächeln. Alle Menschen, die Schlechtes tun, sie sterben nicht mit einem Lächeln, sondern so. Sehen Sie. Und wenn diese Menschen sterben, die Gutes für die Menschheit getan haben, so wie ich, der immer für alle da ist, für die Kleinen und für die Großen, für alle, damit sie ihr Leid vergessen. Wenn ich also sterbe, dann sterbe ich mit einem schönen Lächeln. Das ist hübsch.
Die Brüder Rivel, die hier früher als erstes zusammen auftraten, waren, auch als sie schon sehr berühmt waren, immer noch unter der Fuchtel ihrer Eltern, insbesondere ihres Vaters, einem harten Spanier, der wie aus geschnitztem Holz aussah. Der hatte diese drei Brüder völlig im Griff, er war ihr eigener Manager. Er zahlte das Geld aus an jeden gleichmäßig und nicht alles. Und dadurch ist der Riss in diese Familie gekommen. Der Charlie war der Erste, der unzufrieden war und der Meinung war, er wäre doch die treibende Kraft bei der Nummer. Und die beiden anderen waren über den Glanz, den der Charlie verbreitet hat, doch etwas eifersüchtig. Und der Charlie meinte auch immer, die Brüder würden seine Gags klauen. Es war also höchst unerfreulich. Sie trennten sich 1935 und die beiden Brüder haben dann eigene Nummern aufgemacht mit anderen Brüdern, die früher nur als Kofferträger und Hilfskräfte existierten. Und die hat der Vater dann auch wieder gemanagt. Ich habe vor etwa 10 Jahren im Zirkus Williams in Saarbrücken den René Rivel wieder getroffen. Er hat mir in der Nacht seinen Vater gezeigt, der mit seinen 88 Jahren Wohnwagen hin und her geschoben hat. Der Familienzusammenhalt ist ja bei der Familie Rivel was ganz Ungewöhnliches gewesen. Ich habe sowas eigentlich nie erlebt. Aber es war so wie eine Arche, diese Familie, die in einem großen Wendenmeer schwimmt. Die konnten sich das damals erlauben, denn der Erfolg von Charlie war doch so groß, dass er auch eben dadurch, dass er genügend verdiente, sich vieles vom Halse halten konnte, wo er sonst gescheitert wäre. Aber als die Kinder nun größer wurden, kamen sie in ein schreckliches Dilemma, denn sie wurden ja auch in die Welt geschickt. Sie mussten ihre eigene Nummer machen.
eine akrobatische Nummer, Akrobatik, wie sie sie beim Vater gelernt haben. Aber sie sind eigentlich heimatlos geworden, wenn sie auch immer wieder zu ihren Eltern zurückkehren. Aber ich meine, so ist das Verhältnis auch nicht mehr. Der Charlie, der Junior, der hat lange Haare und die Carmen, seine Mutter, sagt, ja, mit meinem Sohn, der lange Haare hat, gehe ich nicht mehr über die Straße. Ja. Das ist doch im Grunde genommen eigentlich schrecklich, wenn man sich überlegt, wie die zusammen waren. Was die Rivels, Carmen und Charlie Rivel, unser Charlie Rivel, was die sich als Familienglück sozusagen für sich selber gebildet haben, konnten sie nicht direkt übertragen auf ihre Söhne. Ja, der bedeutendste ist eigentlich Juanito, der Älteste. Und er ist wohl auch der beste Partner, den sein Vater je hatte. Außer seinen Brüdern damals, aber ich meine als Zuträger. Und dann noch einmal. Ganz langsam. Eins, zwei, und kommt ein kleines Satz, die kleine Drehung, dann ein Kompliment. Siehst du? So, jetzt machst du es zusammen. Eins, zwei, drei. Schwierig für Sie zu assistieren? Nein, nee, ich möchte nicht sagen, warum. Er hat einen Kontakt, wie, ich weiß nicht, er sagt kein Wort, aber wie er mich anguckt, da verstehe ich, was er macht, was er meint. Und das ist sehr einfach für mich, ihm so zu folgen. Es hat was Rührendes, ist seine ganze Art, und er ist Zeit seines Lebens ein Kind bis zum heutigen Tage geblieben. Und was ich immer glaube, der Clown ist unsterblich, weil er nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Bei ihm gibt es nicht Gut und Böse, es gibt nicht Schuld. Charlie sagt, der Clown zielt, aber er trifft nicht. Ja. Nicht wahr? Es gibt keine Schuld bei ihm. Zum Beispiel ist ja das Interessante, dass das Clowns-Entree völlig undramatisch ist. Es ist undramatisch. Es bleibt auf einer Höhe und hat keinen dramatischen Aufbau. Und kein keine Katharsis, kein tragischen Konflikt. Das Clowns Leben ist eine gleichbleibende Ewigkeit, weil es nur Augenblicke gibt. Ja, ja, und ich selber habe schon, bevor ich das hörte, wie Charlie mal sagte, auch im Himmel wird er noch Clown sein, ich dachte, ich kann mir auch nur den Himmel mit einer Versammlung von Clowns vorstellen, denn das sind die... Tangagnata e porre la palla. E là, pento, mettemi a fato. E fame, morio. Oh, da che qui c'è un malapetito, oh mio pila. E c'ho male. Vive la
Die werden speziell aufgemacht für Papa in Paris. Aber das ist nicht die originale Trikot. Man braucht ungefähr jede Woche ein neuer. Aber der erste Trikot, der war kurz. Und die haben damals, also Mama, die hat sich gestrickt. Gestrickt? Gestrickt, ja. Sie hat die Trikot gestrickt, mit der Hand gestrickt, ja. Hat sie gesehen. Und die waren ganz schön kurz. Und einen Tag und zwei Minuten hat sie gewaschen. Und von einmal ist er ganz lang geworden. Und natürlich, Papa sagt, ich kann doch nicht abhängen, ich doch ganz blöd aussehen in so einem langen Trikot. Er sagt, das ist keine, das ist der einzige, den du hast. Ich muss reingehen mit dem. Und er ist reingegangen und das hat einen großen Erfolg gemacht. Und ich habe gedacht, er sagt, Charlie, du musst den Trikot so lange behalten. Und dann hat er sich neue Spezial gemacht. Und das Jahre zurück, wenn er den Stuhl bekommen hat. Da war er schon hoch. Jetzt wird Papa immer älter. Und wenn er älter wird, dann sägt er immer ein Stück weniger. Und der Stuhl wird immer tiefer, damit er raufgehen kann. Aber er ist trotzdem gekommen, für euch zu sehen. Et je prierai à Dieu pour vous autres, und er wird Gott beten für euch, pour que vous soyez bientôt tous à votre belle liberté et vous pouvez bien vivre avec votre papa, votre maman et votre femme et vos enfants. Je ne sais pas. Das sagt er nicht.
Er sagt, er wird beten, dass ihr bald wieder frei seid und dass ihr eure Familie und ihr Vater und ihr Mütter und ihr Geliebte hier zurück zusammen seid. Ja. Ja. Je voudrais que tu me fasses les souliers, là. Mais quand je suis à côté, là, ça. Natürlich, der Papa war der große Star immer. Und einmal der Direktor hat gesagt, Charlie, du kümmerst dich viel zu viel um deine Kinder. Du musst dich um dich selber kümmern. Ja. Die Kinder, die können auch alleine schon arbeiten. Papa sagt, nein, die arbeiten mit mir in dasselbe Programm. Und nachher habe ich natürlich als Trapezist mit meinem Vater gearbeitet, also Trapeznummer und so an. Und jetzt arbeite ich noch immer mit Papa und das macht sich wirklich eine große Freude. Sind Sie verheiratet? Ja. Bereitet das Probleme? Ja, das ist immer ein großes Problem, für die Artisten speziell. Ja. Früher war es kein Problem. Warum? Früher können wir die Frau und die Kinder mitnehmen. Aber für Ihren Vater ist es doch auch kein Problem. Wie meinen Sie, dass er... Er ist ja schon sehr lange. Ja, Papa, das ist eine ganz andere Welt. Er lebt in einer herrlichen Welt. Diese Welt existiert nicht mehr, nicht in unserem Beruf. Sie glauben, dass es eine andere Welt ist? Ja, das ist etwas Spezielles. Wenn ich meinen Vater angucke und meine Mutter, das ist wieder... Das ist nicht ein Ehepaar, das ist eine Liebesgeschichte. Zwei Menschen, die zusammen... Die haben sich zusammen getroffen, wenn die arm waren und ihr ganzes Leben... Wo mein Vater ist gewesen, ist immer meine Mutter gewesen. In die gute Zeit und in die schlechte Zeit. Und das gibt es leider heute nicht mehr. Aber wirklich, das ist eine Exzeption. Meine Mutter hat meinen Vater gemacht, wirklich. Und mein Vater hat meine Mutter gemacht. Die haben sich gegenseitig geholfen. Und die haben uns natürlich auch geholfen. Ja, und das so eine starke, ja, das ist ganz selten. Ja, wirklich, absolut. Für uns, mein Vater und meine Mutter, die werden nicht möchten nur... Möchten Sie zum Zirkus mal gehen oder wie wird das weiterhin aussehen mit Ihrer Arbeit? Werden Sie auch Clown sein? Ja, das ist wirklich... Ich wirklich... Oui, qu'est-ce que vous pensez des pauvres Clowns? Ah, les pauvres Clowns. Il y a des pauvres Clowns, mais... Naturellement, ils sont pas trop bons. Parce que c'est comme tout, il y a des bons clones, il y a des mauvais clones. Mais naturellement, celui-là qui est bien pauvre, il vient des fois pauvre, qui n'a pas eu de chance aussi, parce qu'il faut regarder dans la vie. Hein. Mais ils sont mauvais. Et qu'est-ce que vous pensez de Dieu? L'homme doit croire à quelque chose. Le chien, les animaux, ils ont leur maître qui les donne à manger et à boire. Quand ils ont soif, ils les font comprendre, ils ne savent pas parler, les chiens et les animaux. Et bien, il faut comprendre qu'ils ont soif. Eh bien, nous autres, nous sommes le maître et nous sommes leur dieu à eux aussi.
Et le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel, qui appartient à tout le monde, lui qui a fait le monde, qui a fait tout l'univers, enfin qui nous a donné ce que nous avons maintenant, cette terre si jolie et la mer et tout ça, moi, beaucoup des fois, mais pas, il y en a beaucoup qui ne croient pas, mais moi je crois le miracle. Der Zirkus öffnet eine winzige Lücke in der Arena der Vergessenheit. Für eine kurze Spanne dürfen wir uns verlieren, uns auflösen in Wunder und Seligkeit, vom Geheimnis verwandelt. Wir tauchen wieder empor zur Verwirrung, betrübt und entsetzt vom Alltagsanblick der Welt. Aber diese alltägliche Welt, die wir allzu gut zu kennen meinen, es ist dieselbe, die einzige Welt, eine Welt voll Magie, voll unausschöpflichen Zaubers. Wie der Clown führen wir unsere Bewegungen aus, täuschen wir vor, bemühen wir uns, das große Ereignis hinauszuschieben. Wir sterben in den Wehen unserer Geburt. Wir sind niemals gewesen, wir sind auch jetzt nicht. Wir sind immerzu im Werden, immerzu einsam und losgelöst, für immer außen.